Jo, hallo Leute, was geht meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft. Wir waren in der letzten Folge im Schlafzimmer stehen geblieben, da hatte ich euch ja so ein kleines Tutorial gezeigt, wie man denn das Schlafzimmer gestalten könnte, den Raum gestalten könnte, ein Bett bauen könnte und so weiter. Und ja, in der letzten Folge gab es ja eigentlich nur das Bett zu sehen, der Rest war hier noch nicht, die Decke war noch nicht ganz fertig. Das habe ich jetzt alles offline mal abgeschlossen. Und ihr seht schon, ich habe hier so eine kleine Sitzgelegenheit hingebaut, habe hier mit Blick schön den Sonnenuntergang hier noch so eine kleine Topfpflanze, hier ein Bild hingestellt, da ein paar Blümchen und hier der Traum von jeder Frau, ein kleines Ankleidezimmer. Das habe ich hier ganz simpel mit diesen Teppichfliesen gemacht. Die findet ihr hier unter diesen Dekoartikeln und zwar sind sie hier. Das waren diese dunkelgrauen anthrazitfarbenen. Wenn ich die hier mal wegmache, fallen sie alle runter und dann klatscht man die hier einfach hin. Und so könnte man beispielsweise auch einen kleinen Schrank, ein Regal oder sonst was hinbauen. Man könnte theoretisch auch so mit den normalen Türen einen Schrank machen, aber ich finde, das schaut hier deutlich eleganter aus. Hier noch ein Bild, dann hier noch so ein bisschen Teppich. Und ja, das Ganze schaut bei Nacht natürlich auch ganz gediegen aus, würde ich jetzt mal sagen. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Jetzt ist wirklich dunkle Nacht und die Beleuchtung ist natürlich doch etwas gedimmter, würde ich das jetzt mal nennen. Also doch relativ dunkel, allerdings auch meiner Meinung nach relativ elegant. Gerade hier beim Bett, nette Details einfach, dass hier das so von oben herab leuchtet, hier so unten. Dann haben wir hier die Sitzgelegenheit, die auch so ein bisschen indirekt beleuchtet ist. Und ich bin echt ein Fan von dieser indirekten Beleuchtung. Also taugt mir total und ich hoffe, euch gefällt das auch. Ist natürlich wieder Geschmackssache. Den einen gefällt es, dem anderen wieder nicht. Ich finde es allerdings gerade hier im Schlafzimmer doch relativ gut, wenn es nicht ganz so hell ist, weil man will ja auch schlafen und dann sollte es doch relativ angenehm sein. So Freunde, jetzt kommen wir dann zum Wohnzimmer und das wird so das nächste Tutorial, sag ich mal, wo ich euch einfach zeige, wie man so ein Wohnzimmer bauen kann. Und ihr seht schon, hier ist komplettes Chaos einfach nur. Ich hatte hier offline schon ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar hatte ich als erstes überlegt, dass wir diesen Kamin einfach versetzen. Nur bin ich mit dieser, Lage auch noch nicht ganz zufrieden. Und zwar machen wir es jetzt einfach so, dass wir einen Kamin quasi hinter so ein Fenster packen. Und das alles hier mal wegreißen. Und das dann einfach so machen. Zack, das lassen wir jetzt einfach mal so. Genau. Wir machen es jetzt einfach so, dass der Kamin auch drei Klötze breit ist und genau hinter so einem Fenster steht. Dass halt das Fenster quasi von außen sichtbar ist, aber hier vom Raum selber, ihr seht, man sieht hier einfach nichts. Oder man ahnt vielleicht, dass da ein Fenster ist, aber man sieht es nicht. Und Problem ist nur mit der Breite, genau, da hatte ich mir schon überlegt, das machen wir jetzt einfach ein bisschen größer, also das wird schon ein echt fetter Kamin, nicht so ein kleiner Hans-Wurst-Kamin, sondern echt ein fettes Teil wird es. Und das machen wir jetzt einfach so, dass wir hier die Rückseite quasi aus Cobblestone machen, der brennt nämlich nicht, also ist ja ein Gestein, brennt nicht hier in Minecraft, ist schon mal der erste Vorteil, der zweite ist, es schaut noch ganz schick aus. Alter, jetzt reiche ich hier die ganze Zeit irgendwas anderes weg und es brennt halt nicht. Das ist halt eigentlich sehr wichtig, wenn man einen Kamin baut, dass man Materialien nimmt, die jedenfalls im Umkreis nicht aus Holz oder so sind. Weil es mir schon so oft einfach passiert, dass einfach ich baue einen Kamin, irgendwie auch so mit Lava oder so, dass man irgendwie rumexperimentiert und irgendwie wird es hier wieder ein bisschen dunkel. Time, set, day. So, jetzt haben wir es wieder ein bisschen heller, so. Und da sollte man echt drauf achten, dass einfach nicht die Hütte anfängt zu brennen. Das ist natürlich immer etwas ärgerlich, wenn dann auf einmal das Haus am Brennen ist. Jetzt überlege ich gerade nur, wie machen wir es mit der Decke? Hier haben wir jetzt, ich überlege, ich leuchte das hier mal ein bisschen aus, dass es nicht ganz so dunkel für euch ist. So, ich überlege gerade, wie wir es am besten machen. Das Fenster ist hier. Hier mit halbem Step ist auch scheiße. Nee, dann machen wir die Decke und ziehen wir die Decke hier einfach auf der Höhe durch. Also wirklich direkt unterm Dach. Am besten würde ich vorschlagen.
dass wir es jetzt einfach so machen. Und ja, dann machen wir es jetzt einfach so. Dann brauchen wir für meinen Kamin jetzt, also das ist so mein Beispiel, wie man einen Kamin bauen könnte, ist, finde ich, sehr, also eher für moderne Gebäude geeignet, jetzt so irgendwie für so eine Mittelalterhütte. Ist das jetzt nichts Passendes, würde ich mal behaupten. Und das ist auch so ein Punkt, da sollte man auch bei Minecraft echt drauf achten, dass, wenn man was baut, dass einfach alles ein bisschen zusammenpasst. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Lila hat besser gepasst. Deshalb nehmen wir jetzt auch wieder das Lila. Es war nämlich hier unten dieses Blue Stain Clay, das ist eigentlich der blaue Clay. Der ist jetzt hier aber in diesem Texturenpaket einfach mal lila, ist auch ganz nett. Und ich muss sagen, das gerade mit dem Grau, das schaut einfach schicker aus. Wir müssen jetzt dummerweise nur hier die ganze Decke wieder wegkloppen, aber das mache ich, denke ich, offline. Ich mache jetzt hier nur so einen Rand, dass ihr euch das einfach vorstellen könnt, wie es ungefähr aussieht. Dass ihr jetzt einfach einen Blick habt und dann im nächsten Part zeige ich euch einfach, wie es dann komplett fertig aussieht. Und jetzt machen wir es hier einfach. Und ihr seht schon, das schaut eigentlich sogar echt ganz elegant aus, weil wir haben halt hier diesen Kranz aus diesem halben Cobblestone und dann halt hier diese, gerade jetzt auf die Höhe, das ist natürlich echt heftig, wenn das so ein hohes, wie sagt man, hohes Zimmer ist, dann schaut das natürlich echt heftig aus und dann ist natürlich so ein Kamin, sag ich mal, auch der Mittelpunkt von der ganzen Hütte. Und jetzt schauen wir, dass wir hier alles schön mit Glas versehen, dass hier nichts reine rußt oder raucht oder was auch immer. Und irgendwie regnet es gerade, es nervt mich immer so, dass dann immer schlagartig so dunkel wird. Ja, in der Tat, es hat echt geregnet. Und ja, dann kann man das eigentlich, also ich glaube sogar, dass das so ausreicht. Also ich hätte jetzt vielleicht sicherheitshalber noch gesagt, machen wir hier noch einen Kranz aus Sandstein außen rum, nicht, dass dann doch irgendwie was anfängt zu brennen. Vielleicht so aus Brandschutzgründen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, keine Ahnung, aber sicher ist sicher. Also da will ich echt kein Risiko mehr eingehen. Und ihr seht schon, hier unten ist eigentlich ein hohler Raum. Vielleicht baue ich da noch einen Keller rein, mal schauen. Wie ihr lustig seid, also ihr könnt echt mal in die Kommentare schreiben, ob wir, was ihr noch so sehen wollt. Also ich bin da echt für eigentlich alles offen. Und so sieht das dann eigentlich fertig aus. So könnte der Kamin im Prinzip aussehen. Ihr habt halt hier eigentlich ganz simpel so eine Feuerstelle. Das Einzige ist vielleicht, dass jetzt die Decke hier so hoch ist, dass das nicht ganz so geil aussieht wie hier. Also normalerweise würde es dann so aussehen. Ist halt jetzt so ein bisschen der Haken an dem großen Raum. Was man auch machen könnte, vielleicht sieht das auch geiler aus, muss ich mal gucken. Wir löschen jetzt einfach mal schnell das Feuer hier, zack, zack. Und probieren jetzt einfach mal Folgendes aus, dass wir jetzt einfach mal einen Lava-Eimer uns gönnen und den hier reinkippen. Und mal schauen, wie das dann aussieht. Vielleicht schaut das auch ganz geil aus, aber ich finde fast, dass das mit dem Feuer besser aussah. Ja? Weil es irgendwie so komisch aussieht, dass die Lava so aus dem Nichts kommt. Naja, wie dem auch sei, wir machen so, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Jetzt haben wir einfach heute mal erstmal angefangen mit dem Kamin, dann in den nächsten Part machen wir vielleicht hier das restliche Wohnzimmer. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.